Hallo meine lieben Freunde hier auf SimJ, das ist ein neues Let's Play X-Plane 11 Video von München nach Köln-Bonn, hier die Landung auf Runway 24 oder 24 ILS Approach. Ja, geplant war eigentlich, dass ich wieder einen Full Fly mache, aber ich wollte ihn als Replay aufnehmen, allerdings funktioniert das nicht so gut. Man sieht halt eigentlich fast gar nicht, welche Instrumente aktiviert und eingestellt werden und so. Und was ja auch das Problem ist, ihr hört es wahrscheinlich schon im Hintergrund, im Replay hat man keinen Sound, nur jetzt beim Aufsetzen kommt mal Sound. Das Problem, warum ich nicht mehr Full Flights mache, live recorded, wie dieser erste neulich ist, dass ich mich einfach noch nicht sicher fühle und nicht während ich so einen Flug mache, mir noch nebenbei Guides und Videos angucke und dann immer rüber switche und dann sind Pausen drin und ich denke mir, das stört dann in der Aufnahme, wenn ich halt mal 2-3 Minuten nichts mache und mir ein YouTube-Video angucke und dann ein bisschen da drin rumspule und Sachen suche und so. Ich werde einfach gewisse Flüge, sage ich mal, lernen und einstudieren und die 2-3 Mal alleine fliegen und wenn ich mir dann sicher bin, ich kann alles auswendig oder ich habe alles verstanden und weiß, was ich tue, dann werde ich einen Full Flight aufnehmen. Das heißt, es werden zwischendrin immer quasi die Prototypen von den Full Flights in der Approach kommen, weil ich das halt auch liebe zu sehen, wie man landet und weil ich natürlich auch selbst stolz bin, wenn man eine Landung sieht, wie jetzt gerade. Hier ist ein ultra smoother Touchdown, Achtung. Zack, ja. Links, die Bewertung ist halt immer brutal streng, aber ich bin trotzdem zufrieden. Das war ein schöner Touchdown, schön auf den Hinterrädern gesurft. Ja, und dann mache ich die Full Flights. Also das hier war ein Flug von Ryanair mit Passagieren, 122 Stück von München nach Köln, nicht so lange. Und dann sind wir hier jetzt schön gelandet und bringen die ans Gate und dann sind die glücklich, wo auch immer die hinwollen hier in Köln, Bonn und was die hier machen. Hauptsache, die haben ihren Spaß. Und wir als frischer Ryanair-Pilot können uns auch glücklich schätzen, dass alles gut gegangen ist und wir unseren Job gemacht haben und jetzt uns den Feierabend nähern. Ja, und das war's im Großen und Ganzen. Also ich roll jetzt noch zum Gate. Natürlich könnte ich euch jetzt noch den schönen großen Flughafen zeigen, aber das machen wir dann im Full Flight. Also ich plane im Moment mit der McDonnell Douglas, mit dem Mad Dog MD-80 einen Flug mit Delta Airlines in den USA, weil das glaube ich noch mit das einzige, die einzige Fluglinie ist, die die Flüge anbietet. Ich versuche hier Real-Life-Flüge zu machen. Und den werde ich dann halt lernen und dann Full Flight draus machen und danach mache ich dann hier den Ryanair von München nach Köln-Bonn. Und bis dahin viel Spaß. Ich habe schon einen Approach hier hochgeladen, den lade ich auch noch hoch mit Erklärung und so weiter. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Tschüss.